Hallo und herzlich willkommen bei Diablo 2 Mod Path of Diablo. Eine Mischung zwischen Path of Exile, das kostenlose Action-Rollenspiel, das so groß im Kurs ist, und Diablo 2. Ich bin hier in der Festung des Wahnsinns, bin Level 25, habe MF-Equip an und möchte gerne den großen Teufel besiegen. Diablo höchstpersönlich. Wir werden aber noch kurz ein paar Sachen beschwören. Zum Beispiel zwei Wölfe und zwei Geister. Die einfach uns noch ein bisschen unterstützen, tanken können. So. Und der Geschef hat eine Meditationsaura, die noch nicht ganz so gut wirkt. Auch weil sie eine schwache Reichweite hat. Aber ihr seht, ich kann mit den Raben eigentlich relativ gut kämpfen. Haben aber nur dreimal die Möglichkeit anzugreifen. Ich muss das immer wieder neue beschwören. Und sie tun leider seit einem Patch, der so Mitte Mai rausgekommen ist, nicht mehr mitwechseln bei den verschiedenen Levels. Also, ja. Wenn man in eine Höhle kommt und so, muss man halt sie wieder ein bisschen beschwören und so weiter. Auf jeden Fall habe ich schon recht viel gefunden, was Sets angeht und Stäbe, Unique-Stäbe, Keulen, ein Kries, goldener Kries habe ich gefunden und ja, also ziemlich viel. Mana ist immer noch mein größtes Problem. Das ist einfach bei Diablo 2 so. Das ist nicht mehr so wie bei Path of Exile, wo man gar keine Mühe hat nach einiger Zeit. Ja, Diablo ist immer noch Hardcore im Mana-Verbrauch. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Weil es wurde auch balanced. Es hat neue Fähigkeiten. Ich möchte mal kurz schauen, bevor wir ins Haus Sanktuarium gehen. Was neu ist, ist eigentlich beim Druiden der Flame Dash. Das ist wirklich so ein bisschen führt nach vorne schnell gehen und Feuer verbreiten. Und sonst wurde eigentlich alles ein bisschen überarbeitet. Nichts Neues. Ja. Andere Klassen haben so zwei oder so. Fähigkeiten neue. Ich glaube, eine Klasse hat sogar drei. Oder sie sind einfach geändert worden. Also neu sind eigentlich nur wirklich ein paar, die einfach ein bisschen die Klasse noch ein bisschen individueller machen können. So. Und das ist einem zum Beispiel die Zauberin, so die hat Freeze Pulse jetzt neu. Und Emulation. Und noch eine. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich habe ein bisschen eine Blitzzauberin angefangen und eine Feuerzauberin auf diese Fähigkeit vom Feuer. Aber ich hab's nie erreicht. Also das ist wirklich Low Level. Weil Mana Verbrauch ist gigantisch. So, wir müssen 5 Platten aufmachen, so wie Altäre, wie Siegel sind es, glaube ich, ja. Und in jede Richtung kommt dann so ein Boss, ein Miniboss. Und dann kommt in der Mitte der Diablo, wenn wir alle 5 aufgemacht haben. So. Leider droppt noch nicht so gescheites. Aber ja, es ist ja auch kein Zuckerschlecken, das Diablo. Ich habe einfach nicht mehr so richtig das Grind-Ding. Also ich werde wahrscheinlich nie 1000-mal Baal besiegen oder so. Und ich weiß nicht, wie weit ich komme. Ich werde aber immer wieder ein bisschen spielen und euch immer wieder ein bisschen zeigen. Weil es einfach ein super Mod ist. Also wirklich jetzt langsam der beste Mod ist.
Es wird auch immer noch gut dran gearbeitet. Und ja, bin mal gespannt. Ich glaube, Discharge ist noch dabei. Ist auch bei der Zauberin bei. Also, die Zauberin hat wirklich 3 oder 4 neue Fähigkeiten, ja, merke ich jetzt gerade. Dann hat der Baba einen neuen Wurfwaffenskill. Weiß nicht, wie er heißt. Die Amazone hat. Mit dem Speer so. So Druckwellen ringsum. Irgendwas mit Bild oder. Nein, mit. Ja, es ist halt ein bisschen schwer, wenn man es noch nicht so im Kopf hat, hä? Zu erzählen, zu erklären. So. Das war irgendwie der Oberfürst. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Großvisier des Chaos. Ich glaube, das ist das Großvisier des Chaos gewesen. Dann schauen wir mal beim nächsten. Ne? Auf Live gehe ich und nochmal auf Raben, damit wir den Diablo auch ein bisschen schneller besiegen können. Und wir werden natürlich ein bisschen taktisch spielen mit den Raben. Sie sterben immerhin nicht so genau, weil ich habe ein Skelett Necromancer gemacht, da sind die Skelette immer sehr gestorben. Vor allem die Zauberer Magier, Skelett Magier, genau. Und das Lebergeier gewechselt, ich habe ihn zwar besiegt, nach Mühe und Ding, also ich glaube, gestorben bin ich nie, aber natürlich immer alles verloren habe, immer wieder neue Zauber, nein, war mir zu blöd. Deshalb der kann wenigstens Bosse besiegen, alleine, nur mit den Raben. Und ja, da bin ich so viel erfolgreicher, ich habe schon viel mehr MF gestackt. Und ich habe. Wo war das? Nackt 5 bei. Ich glaube, bei dem ersten Lava-Level, Untergrund-Level, habe ich den Dolch mit 100 MF gefunden. Gall, die Möwe heißt es auf Deutsch. Ja, ich brauche mehr größere Edelsteine, deshalb muss ich noch ein bisschen weiterkommen. Jo. Okay. Schauen wir, hm? Ich werde euch immer mal am Laufende bringen, halten und. Ihr müsst kämpfen, komm. So, Lord of Size. Aha. Und dann kommt noch ein anderer. Auf der rechten Seite. Der hat einfach ganz gute Unterstützung. Sind so Dämonen mit Flügeln. Also, ich muss einen Tank haben. Gleich 2 Tank. Und gehen jetzt da drüber. Alle besiegen. Schauen, wenn wir immer wieder ein bisschen bekommen, weil sie ja nicht tanken, die wir haben. Aber ja. Es ist nicht. Also es war wirklich sehr viel leichter als der Necromancer. Und ich habe wirklich jetzt die Raben genommen, weil sie auch vorgeschlagen wurden. In Form und bei einem YouTuber, der das auch ein bisschen vorgestellt hat. Weil andere haben recht Mana-Probleme und müssen noch tanken können. Der muss jetzt nicht so viel tanken können, aber trotzdem viel. Ja. Also, bevor wir das letzte aufmachen, tun wir hier vorne noch ein Portal hin. So. Da können wir gut uns schützen. Sieht zwar nicht so aus, als wir die da drin ja, schützen können, aber es ist nicht drin, aber es sind so Ecken, wo Diablo halt ein bisschen Mühe hat, uns zu treffen. Hornet Helm, das will ich mir nämlich. Ich will nämlich auch ein Baba mal machen.
So, wir haben 13 Raben, wir können noch mehr beschwören, aber Mana. Not even death can save you from me. So. Okay, er hat uns schon mal angegriffen. Da, der Blitz, der macht alle Skelette immer wieder kaputt beim Necromancer. Finde ich irgendwie lustig, dass der nur so schwach. Also, vielleicht einfach wegen dem. Ja. Ja, das ist wegen dem Loch-Lava-Zeugs. Ah, seht ihr, sind ganz viele Raben jetzt wieder aufgebraucht gewesen. Hä? Oh, nein. Ich habe gar die andere Taste, wo leer war. Ja, Diablo. Hä? Das ist keine Chance. Na, was schluckst du so? So, jetzt müssen wir mal kurz weggehen. Da haben wir noch einen Supermana-Trank. Ah, oh, Blitzressi, sehr gut. So, wunderbar. Also, Raben killen. Ja, er hat wirklich nicht mehr so eine gigantische Reichweite mit dem Blitz. Lustig. Ja, schon leer. Und 3 Set-Gegenstände. Priestblatt habe ich schon. Heavy Bell habe ich noch nicht. Double X habe ich auch noch nicht. Ein Stackbow ist ein Amazonenbogen. Ja, gut. So, wunderbar. Können wir mal den richtigen reden. So. Und können reingehen, aber ich will noch kurz zeigen. Ich finde das immer so schön, die Party. Komm, wechsel dich wieder. Da geht es jetzt nicht mehr. Vorher habe ich es ja gerade gesehen. Komm doch, wechsel deine Farbe. Ich gehe mal kurz weg. Und wieder rein. Ja, es ist wirklich jetzt wahrscheinlich fertig. Aber es hat immer wieder gewechselt, wahrscheinlich weil der Engel jetzt gerade keinen Bock mehr hat. Doch die Farbe gewechselt. Alle Farben kommen einfach immer wieder. Ja, jetzt ist es leider nur grau. Scheinbar seitdem das Portal offen ist. So, Berserkers Hatchet. Das können wir wirklich gebrauchen für einen Barbar. Ich will aber eben zuerst einmal richtige Items haben. Ja, ist also nicht so gutes Zeugs dabei. Ja, ein bisschen MF, aber ist zu wenig MF, hä? Gut. Also wechseln, wieder richtig anordnen. Und dann können wir, ja, locker noch ein bisschen weitermachen. So. Ein bisschen hochcraften die Edelsteine. Ja, wir sind voll. Ich müsste wieder mulen. Brauche ich das unbedingt? Ja, schon für einen Werwolfstrüden. Ja, ich tue die einfach mal in den Würfel rein, hä? Also, ich zeige euch noch kurz das Dach, indem ich mal kurz rausgehe. Dann machen wir mal G2 und auch LP. So, ich tue immer wechseln, also. Ihr werdet wahrscheinlich mich nie in einem Game sehen. Aber ihr könnt mich auf Friendship singen, dann könnt ihr in meine Games rein. Ich würde euch das auch zeigen. So, ja, ist wirklich aus. Schade, dass es jetzt aus ist. Naja, gut. Aber das Dach wechselt sich, solange ihr Diablo noch nicht besiegt habt. Beziehungsweise noch nicht dann danach
angeredet habt in Tyrell. Und ja, das ist ziemlich ein Easter Egg, denke ich schon mal. Gibt eigentlich Menge Easter Eggs, zum Beispiel das Co-Level. Dann gibt es ja, ein paar Items, Unique Items, die so ein bisschen Easter Egg-haftig sind. Und ja, noch mehr. Nur ein Chippet. Nicht ein Chippet. Topas mit. Und ich tue wirklich euch vielleicht alles zeigen, außer zum Beispiel der Übe Diablo, das schaffe ich alleine nicht. Und es gibt viele Leute, die ja einfach hart zu spielen, aber ihr werdet sehen, manche Gegner sind wirklich fast One-Hitter. Und deshalb lieber nicht hart zu spielen, auch weil ich ja ein Zeiger bin und nicht ein Profi. 24-Stunden-Spieler bin. Nee, nee. Und der übe Diablo, der holt so Helden, so die großen Zombies von diesem Akt. Ja, die sind dort und die können sich heilen, die haben Auren, die schützen einfach den übe Diablo und das ist gewaltig. Da müssen wir. Oh, ein Sollrune! Heftig. Sollrune ist eigentlich schon recht mittig hoch. Ja. Ein Drittel, hä? Ein Drittel ist es schon. Heftig. Eigentlich mehr als ein Drittel, weil die High-Runen sind dann mehr Level. Ja, die brauchen einfach mehr Level, noch ein größerer Unterschied. So. Gehen wir gleich weiter. So, eventuell werde ich mich vielleicht schon noch umskillen auf die Wölfe und Bären. Oder auf Colt, oh ja. Dankeschön. Noch mehr Ambiff. Muss ich mal schauen. Also der Colt, der ist halt auch skillabhängig. Ja, eigentlich der andere auch, der Wolf. Aber mit dem sind wir am wenigsten geschützt. Und der braucht auch Skill, um die gröbsten Gegner zu besiegen. Müssen wir alles planen, schauen. Ja. Ich bin eigentlich relativ immer recht hoch gewesen. Habe einfach alles so ein bisschen auch gut recherchiert, was man machen muss. Und war nicht Mainstream unbedingt. Zum Beispiel brauchte ich für über Tristram keinen Schild-Bash. Shield Charge heißt es, glaube ich, ja. Paladin. Weil es ging auch nicht so gut allein. Man hat die Items nicht gehabt und so weiter. Ich hatte recht viele Kollegen, aber die haben natürlich auf sich geschaut oder auf andere, die wirklich auch viel spielen und nicht so Leuten, die ja sowieso das Potenzial nicht hätten. Potenzial. Beziehungsweise. Ja, es ist halt, es ist genauso wie auf YouTube, die Kleinen werden nie unterstützt, ob die Großen, ja, die haben von 500-fachen Sachen Unterstützung, ja, dürfen Werbung machen, die Kleinen dürfen keine Werbung machen, nix, werden gleich disliked oder so Sachen. Es ist wirklich, die Menschen machen sich selber gemein. Das kann man einfach so gut sagen, weil es einfach so ist. Die meisten Menschen wissen das gar nicht, dass sie gemein sind. Und das ist halt auch so, ja, so eine Sache. Aber
Ihr müsst einfach mal bedenken, habt ihr es überhaupt verdient? Wollt ihr es wirklich auch? Also, wollt ihr dafür auch viel mehr arbeiten, viel mehr Lust haben, viel mehr, ja, vor allem Langeweile haben? Naja. Und ich sage zu niemandem, der ist so und so. Weil ich bin einer, der wirklich niemanden dafür bestraft, dass er einen Fehler macht. Ich sag's nur in der Allgemeinheit. Aber dafür tue ich wirklich nicht dafür sorgen, dass wirklich jemand runtergemacht wird. Weil ich kenne das. Ich bin einer, der sehr gut beobachtet. Und habe alles schon erlebt. Wirklich ganz verschiedene, ja, soll ich schon sagen, psychische Krankheiten, die einfach am Menschen sind und er merkt es nicht. So. Aber eben, das ist im Allgemeinen, das ist nur schwach ausgeprägt. Und die, die es haben, die wissen es wahrscheinlich auch. Das ist wirklich zu niemandem einfach so. So, jetzt haben wir den Schenk auch besiegt. Er hat diese, ja, verschiedenen Katapulte abgefeuert. Es kommen keine runter mehr. Außer wenn ihr wieder hier hinkommt. Von unten. Nicht von hier ist ein Waypoint. Dann kommen sie natürlich wieder runter. Ja, sehe ich schon ein bisschen mehr Mana verbrauchen, auch weil ich den Ding nicht mehr habe, den muss ich wiederholen. Ja. Also ich aber nicht so zwingend mitnehmen, einfach ist es ein bisschen schwieriger, den Mana-Haushalt hochzuhalten. So. Ja, der Menschen, der ist eigentlich frei, hat aber Gesetze. Und die Gesetze kann er ohne groß zu denken einfach mal vernachlässigen. Und dann kommen immer andere, ja, die wollen das natürlich auch haben und so. Das gibt so eine Kettenreaktion, die ich wirklich manchmal, ja, entwischen will. Aber ja, auf YouTube zum Beispiel, man kann nicht einfach weniger Dislikes haben. Das geht nicht. Leute, ihr müsst auch mal schauen, dass ihr vielen Leuten auch bequem seid, oder? Ja, Low Hit Recovery ist nicht so wichtig für diese Klasse. So. Das Schild tue ich lieber irgendwie aus. Ja, wir haben keinen. Vielleicht Katons Maske. Und ich soll Rune machen wir. Ja, hierhin. Der verkaufen wir. So. Also der Menschen muss einfach klar sein, dass wir alle Menschen sind. Dass wir alle irgendwie uns beschützen müssen. Ja. Bequem sein müssen und so weiter. Und nicht immer, ja, denken, wenn ich den runter mache, dann bin ich cooler. Weil cool ist wirklich eine, ja, falsche Meinung. Und ich kenne mich wirklich auch gut mit diesen verschiedenen Ansichten aus. Es gibt wirklich Leute, die machen für andere wirklich viel. Und ich mache schon seit 5 Jahren, 6 Jahren richtig YouTube und habe es noch nie richtig bekommen. Wirklich noch nie richtig bekommen. Aber ich habe so gute Kollegen kennengelernt und manche, die wirklich sehr, ja, habgierig oder lustig, lustwollend sind, die ich halt einfach irgendwie ignorieren muss, aber nicht kann. Manche Leute wollen es einfach nicht richtig denken, aber tja,
Ich tue mich wirklich darum nicht kümmern. Es ist mir egal. Wenn sie es machen, dann machen sie es halt. Also wenn ihr bemerkt, dass meine Videos vielleicht ein Dislike oder zwei haben, keine Likes mehr und so, dann kann es meistens so sein, dass sie einfach mal meinen, sie müssen mich halt auch immer wieder ein bisschen mobben. Dieses Mobbing. Also, das hättet ihr im Kindergarten machen müssen, aber nicht mehr in der Jugend oder im Erwachsenenleben. Also, bei diesen Leuten denke ich schon immer wieder, haben die das wirklich verdient? Müssen die das wirklich machen? Geht das Leben nicht anders? Hm? So, ja. Das Thema ist eigentlich jetzt so fertig. Wir haben 25 Minuten. Ich werde jetzt noch kurz ein bisschen hier Barbaren befreien. Hier ist zum Beispiel einer. Ich glaube, der ist immer beim ersten Käfig. Der hat aber recht viel Leben. Ja, wird nicht getroffen. Das ist es. Die Raben sind irgendwo anders. So, ging doch schon noch schnell. Also es ist einfach noch zu viel, ich möchte die Mission dann ein andermal machen. Und werde euch noch ein bisschen dann zeigen, wie es weitergeht. In einem nächsten Part, ne? Also jetzt werde ich einfach ein bisschen grinden, ein bisschen hier herumlaufen. Aber vielleicht können wir es noch holen, ne? Machen wir ein bisschen länger Part. So, vielleicht geht das. Aber wir haben dann kein Vapen, ich muss dann nochmal durchlaufen. Das werde ich davor dann machen, ne? So. Dass ich einfach euch da so ein bisschen das Coole zeigen werde. Wieder Diablo besiegen, ne? Ist schön in einem Mod, Diablo zu besiegen. Auch im Hauptspiel, natürlich. Ich finde ihn viel besser als bei Diablo 3. Diablo 3 macht immer so komische Sachen, ja. Die ein bisschen inbalanced sind. Also, wir gehen weiter. Brauchen halt immer wie mehr Mana bei den Raben, aber ist halt so. Da ist es, da ist es. Gut. Also ich würde jetzt einfach hier beenden, weil es schon spät ist und ja, dem nächsten weiter Part machen, immer wie weiter. Ich hoffe, ich komme weit, weil Diablo, also Hölle, kann wirklich schwer sein. So, weil viele sind nicht so hoch wie in Lord of Destruction, also große Battle nicht. So, ja, die brauchen wir nicht, die müssen wir nicht anheuern. Ich brauche ja das Mana. So, wunderbar. Also, was haben wir gefunden? Ja, Schrott. Schon wieder Katans Maske. Ah, das war ja. Das habe ich ja hier gelassen. Genau. Also die Talortral, die werde ich natürlich noch lassen auf einen Muli. Und, ja, euch die neuen Sachen dann auch zeigen. Vielleicht auch mal die Mulis. Zeigen. Jo. Bis demnächst. Tschüss.